einzige Bandklavier von der Tonhöhe. Jetzt kommen wir aber bei der Orgel. Wie gesagt, man rechnet ja in Fuß. Das heißt, die tiefste Pfeife ist jetzt 8 Fuß. Man sieht jetzt speziell die tiefste Pfeife ist jetzt von dem mittleren Feld die linke. Wenn ich da drauf drücke, genau die spalt jetzt da. Und die sind jetzt 8 Fuß. Jetzt kann ich noch 4 Fuß, eine Oktave höher dazu, dann Quinte, 2 Drittel, Quintlage drüber, 2 Fuß wieder, noch eine Oktave drüber, dann können wir da weitermachen mit 1 Drittel, noch eine Quinte. Und der 1 Fuß, den haben wir jetzt da nicht mehr separat, aber da gibt es dann die sogenannte Mixtur und da haben dann noch voll. Da haben jetzt 4 bis 5-fach, das heißt, da haben mindestens 4 Pfeifen gleichzeitig, wenn ich die jetzt dazu schaue. So funktioniert das. Das ist eigentlich das Grundschema. Und das war jetzt dargestellt anhand der Prinzipalstimmen, also die Basisstimmen. Und außerhalb der Prinzipal, also das wäre jetzt ein typischer. Prinzipalorgelklang eigentlich. Und neben die Prinzipale habe ich jetzt auch noch die Flöten zum Beispiel. Also eine Hohlflöte, das ist jetzt ein. So eine streichende Flöte, dann haben wir da seitlich da die Holzrohrflöte, das ist jetzt wieder so ein Gedecktregister mit einem Stopsel drin. Nur dass der noch Rohrflöte, das heißt, das oben noch mehr Loch reinbohrt, deshalb Rohrflöte. Und dann das gedeckt, also das ist direkt geschlossen dann. Die Streicher, also sozusagen obertonreiche Klänge. Wir haben da jetzt an der Orgel haben wir leider nur einen Streicher, das ist die Spitzgamba. Man versucht sozusagen so ein bisschen einen obertonreichen, ein Streichinstrument nachempfunden im Ton, aber wie gesagt, das ist wirklich nachempfunden. Gruppe, das waren jetzt die Zungen. Also da habe ich auch eine Pfeife dabei gehabt von den Zungen, die wie kleine Necken funktionieren und die bringen so richtig schöne Farbe und auch Kraft dann in den Gesamtklang ein. In dem Fall jetzt mal mit der Trompete. Was haben wir noch? Wir haben die sogenannten Alkoten. Das sind jetzt so ganz verrückte Sachen. Da ist noch ein Terz drin dann bei der Quinte dabei. Hört sich im Einzelnen total schräg an. Wenn ich das aber kombiniere mit anderen Sachen. Dann kriege ich da eine wunderschöne Solostimme. Können wir mal so einen klassischen Aufbau machen dann, von Prinzipale zum Beispiel. Die Pedale haben wir natürlich auch kräftige Zungen dabei, da die
Ganz tiefe Lage. Dann kommt, wenn man das jetzt ein bisschen kombiniert. Gottesdienstbegleitung, also da basiert man auch wieder auf deine Prinzipale, auf deine Grundstimmung sozusagen und nimmt da andere Sachen dazu und dann hat man da so klassisch